weiter geht's mit Assassin's Creed 3 und heute werden wir uns etwas prügeln. Prügeln! Ja, kenne ich schon. Habe ich mal gemacht aus Versehen. Ohne zu wissen, warum, wie und überhaupt. Warum habe ich nur so wenig Frames? Ich brauche einen neuen PC. Ein Glück, dass ich ein bisschen Geld auf hohe Kante habe. Apropos Leute, vielleicht könnt ihr mir da ja helfen. Was soll ich mir holen? Windows 8 oder dieses andere Betriebssystem da? Wie heißt das? Ja, Android oder wie es heißt da. Das, was Chan halt benutzt. Bin ich gerade von deinem... Ah ne, ich bin... Das sah ganz aus, als wäre ich von dem seinem Kopf abgesprungen. Das wäre sehr merkwürdig. Ich sag mal so. Bla bla bla, ich will mich zusammenreißen. Ich bin Connor, ich bin Assassine. Und vor allem, ich bin gar nicht auffällig. Alter, wie weit denn noch? Ey. Waffen bereit machen! Ich wollte doch nur hier vorbei, ey. Mann, seid ihr unfreundlich. Da will man mal kurz an euch vorbei und schon fangt ihr einen Konflikt an. Nee, nee, nee. Seid froh, dass ich euch nicht abgeschlachtet habe, weil ich gerade meinen guten Tag hab. Ich hab gerade meinen guten Tag, ey. Und hier sollten wir mal befreien, das Gebiet, finde ich. So, aber erstmal auf die Fresse. Hältst du dich für härter als Gänseschmalz, ja? Ich organisiere ein Turnier für Jungs wie dich. Auf ein Fressbrett. Jeder mitmachen. Du musst dich erst beweisen. Hier ist eine Namensliste. Besiege diese Raufbolde, dann bist du dabei. Dann sehen wir, wie hart du wirklich bist. Ich geb allen aufs Fressbrett. Ring frei. Ach nee, Harold Ring heißt der Typ. In der alten Brauerei. Wo ist das denn? Alle Brauerei wird mir nicht angezeigt. Grenzland. Achso, alte Brauerei habe ich wahrscheinlich schon. Ja, ist auch gut, dass wir hier oben mal waren. Apropos, wo ist nochmal hier mit umstritten und so? Hier. 71%. Na, geht besser. Naja. Dann arbeiten wir uns mal hier links entlang bis nach unten zur Mission. Also will ich mal wissen, was da dieses Ding ist. Achso, das sind ein paar Leute, die auf dem Dach sind. Ich sehe schon. Naja, dann wird wohl nicht geprügelt. Dann halt nicht. Es wird nicht geprügelt, aber gemordet. Mord und Totschlag. Wobei, nee, das darf mein Kollege Schnürschuh machen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ich und mein Gedächtnis, ey. Wir sind verdammt gute Freunde. Nicht. Ey, du, Kollege. Böser. Lups. Halt mal an. Ich will dich anvisieren. Ups. Ey, Kollege Schnürschuh. Oh yeah. Assassinen-Gilde. Immer schön die EP her. Immer schon her mit den EP. Ich freue mich schon, wenn ich mehrere habe.
Deswegen machen wir hier auch mal so ein paar andere Missionen, weil ich will mehr Assassinen haben. Denn mehr Assassinen heißt mehr Assassinen heißt mehr Assassinen, die ich losschicken kann. Heißt mehr Tote im Endeffekt. Und mehr Geld für mich, wenn sie mal sowas auch machen können. Yay, yeah, er kommt einfach so aus dem Heuhaufen. Die Zeit nehme ich mir. Trinkwasser. Cool. Brief. Hier kommt der Postbote. So, hier. Danke. Post. Und da sehe ich doch auch schon wieder was. Geh schon! Halte Abstand! Halte selber Abstand! Selber Abstand halten hier. Du bist wieder frei. Danke, Mister. Ihr habt ein großes Herz. Ich gehe heim. Danke, vielen Dank. Bitte, bitte. Ich bereichere mich mal ein bisschen an den Toten. Ach, haltet die Klappe. Ich find's so lustig, ey. Wenn ich sie umbringe, feuern sie mich immer meistens an. Wenn ich sie ausnehme, dann verfluchen sie mich. Das finde ich irgendwie lustig, traurig, irgendwie sowas um den Dreh rum. Da oben. Es sind immer finstere Zeiten, wenn ein Assassine unterwegs sein muss. Ein Assassine ist ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht hier richtig verläuft. Weil, ich glaube, ich hab's ja auf rechts. Ja. Ja. Ja, links. Ich will ihn nämlich mit dem Pfeil abschießen. Kommt ein paar Heil geflogen. Ja, auf die Nieren! Gib ihn! Weiter so! Na? Ich mache einen Headshot. Na, komm, Connor, ich will einen Headshot machen. Headshot mit dem Pfeil. Oh, das war ein Zivilist. Konnte ich ja nicht wissen. Konnte ich ja nicht wissen, dass das ein Zivilist war. Ich hab gedacht, der gehört zu dem hier. Sorry. Konnte ich doch nicht wissen. Mann. Er sah aber nicht gerade aus wie ein Zivilist und ich hab's nicht markiert. Nein. Ach Mann. Ich will doch keine Zivilisten töten. Ich will kein böser Connor sein. So, was haben wir denn hier Schönes? Haben wir dafür nicht was vielleicht? Sprengfalle. Wie mache ich das mit der Sprengfalle eigentlich? Mieser Aufbeute! Herkomm! Oh, hat er kaputt gemacht! Da hat er kaputt gemacht. So langsam. Den einen hat er erwischt. Aua! Ey du! Hast mir wehgetan! Die beiden Leute, die ich eigentlich befreien sollte, wollte tun, sind gestorben. Das gefällt mir nicht. Oh, Sprengfalle! Naja, aber zum Glück haben wir hier noch ein paar mehr.
davon. Na, was ein Glück. Denn alle Macht im Volke. Weil diesem Volk muss sehr geholfen werden. Ich meine, in der vorletzten Folge mussten wir dem Volk helfen. Jetzt müssen wir dem Volk wieder helfen. Was heißt müssen? Wir wollen. Wir sind ein guter Assassine. Ein Assassine ist für das Volk da. Na, ich weiß, warum ich das vergeigt habe. Ich habe ausgerechnet den Gefangenen getötet. Kommt natürlich auch nicht gut, wenn man den Gefangenen ausgerechnet tötet. So. Bogen. Schön, dass ihr mir helft, aber die Anwerber sind gnadenlos. Schöner Headshot. Und mein Pfeil. Ach, ist das schön. Ach, das ist hier so Dreieckding. Naja. Also wieder auf nach da hinten. Was sagt eigentlich? Tick-Tack, Tick-Tack sagt der Patz schon halb rum. What the fuck? Die Zeit vergeht wie im Fluge. Das heißt, hier unten sind dann wieder diese Kinder da wahrscheinlich. Unter Umständen. Vielleicht. Nein, diesmal ist es so ein Typ. Das heißt, ich darf wieder Headshot machen. Halt! Im Namen des Königs! Hilfe! Ich habe nichts unterschrieben! Ach, dann halt so. Tötet mich nicht! Dann halt so. Fürs Erste bin ich sehr los. Vielen Dank dafür. Ey! Reit nicht über mich drüber, Junge. Tschüss. Diesmal war ich zu nah dran. Zu nah dran. Weil ich snipe die viel lieber ab. Also was man snipen nennen kann hier. Diesmal mache ich die brachiale Taktik. Aufgeblasener Knappe. Bist meiner. So. Einmal volle Kanne. Und bam. So. Nix ist hier. Giftpfeil. Das ist auch schön. Ich mag Giftpfeile. Sprengfalle. Ach, haltet doch einfach mal den Mund hier. So, jetzt gehen wir mal langsam nach hier unten. Pfeile. Nett. What the fuck? Hat sich der eine Typ gerade verwandelt? So sah es zumindest gerade für mich aus. Also manchmal ist dieses Spiel schon ein wenig seltsam. Naja. Schon wieder! Da! Der da! Der war gerade eben noch ein anderer! What the fuck? Habe ich Hallos? Leute, habe ich Hallos? Oder ist das wirklich so? Ey, das war schon wieder so ein Typ! Halt! Im Namen des Königs! Warum wurde mir das nicht angezeigt? Fürs Erste bin ich sehr los. Vielen Dank dafür! Halt, im Namen des Königs! Also das mit dem Haltrufen hat ja nicht viel gebracht. Was? Ich nix halt. Ich weg. Nein, nicht halt. Weg. Warum versteht das keiner? Ich sollte mal... Geh schon! Los, weiter! Hau ab, sonst machst du... Das war's! So. Jetzt gibt's auf ein Fressbrett. Du hast dich nicht verpflichtet. Geh heim. Ihr seid ein guter Mann. So, haben wir das auch abgehakt. Wehrpflicht.
Ja, da müssen wir mal 1, 2, 3, 4, 5.000 Worte reden. So, aber erstmal werden wir wieder anonym. So, wir müssen ein Kleingeld. Dass wir den Leichen abgenommen haben. Dann wollen wir mal auf Garde gucken. Wo ist denn das? Das ist dann wahrscheinlich das hier. Befreiungsmission. Also machen wir jetzt Auftragsattentat. Wir geben noch einen Brief ab. Und dann gucken wir mal, ob wir noch genug Zeit haben für die Befreiungsmission. Ach, bin ich nicht ein guter Samariter? Warum wurde mir das Ding da angezeigt, obwohl der Typ da langläuft? Komisch. Ey, du! Behind you! Eieieiei! Hey, er hat gut Kohle gebracht. Gut Kohle. So, jetzt kriegt da jemand noch Brief. Wer hat Post? Du da hinten hast Post. Vielen Dank. Yay, 500. Kleingeld. Kleingeld! Boah, ganz stylisch. Hey, Steckbrief, dabei werde ich doch gar nicht gesucht. Ich will hier nur durch. Bin nur auf der Durchreise. So, du. Kriegsrecht. Willkommen bei den Rotröcken, der gefürchtetsten und respektiertesten Truppe auf Gottes grüner Erde. Dass ich nicht lache. Einige sind freiwillig hier, andere nicht. Doch unabhängig von den Umständen der Rekrutierung seid ihr jetzt alle Brüder. Und ihr habt nur eine Überlebenschance, wenn ihr euch aufeinander verlassen könnt. Ein fauler Apfel kann euch alle das Leben kosten. Ich will, dass ihr gut und lange darüber nachdenkt. Das ist einer der Verantwortlichen dafür, diese Jungs einzuziehen und zu verschiffen. Wir müssen dem ein Ende setzen. Wie lautet dein Plan? Na, ihn töten, dann die anderen und die Jungs dann freilassen. Das ist ein guter Plan, doch nicht sehr detailliert. Wie gut bist du mit dem Gewehr? Ich kann einer Bisamratte auf eine Viertelmeile den Kopf wegschießen. Bei 9 von 10 Versuchen. Das muss reichen. Gib mir von hier Deckung. Muss reichen. Also, du bist nicht gerade der große Denker, aber du kannst mit der Machete hier umgehen. Mit der Schusswaffe. Ich will mal kurz was gucken. Kann ich mich hier bei euch hier so verstecken? Ja. Ihr werdet alle an Bord dieses Schiffes gehen und zu einer anderen Ausbildungsstätte gebracht. Alle Schwachköpfe. Ja, gebt ihm noch eine! So, jetzt gibt's auch Fressbrett. So, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Immer schön in den Kopf rein. Sag ich's nicht. Immer schön in den Kopf. Menschlicher Schild! Ja, schieß deine eigenen Leute. So, jetzt bist du erstmal fällig. Und schawups. Schubst dich. Ich habe ihn einfach geschubst. Die Assassinen wollen Frieden durch Freiheit. Und die Templer? Sie wollen alles kontrollieren. Nun, ich bin für Freiheit. Das weiß ich sicher. Wenn euer Orden ein Gewehr braucht, nehmt mich auf. Yes! Neuer Rekrut! Schlüssel für Truhen im Süden Bostons. Oh, toll. Wofür habe ich die Dinger geknackt, ey? Scharfschütze. Ich kann's nicht. Jetzt habe ich wirklich einen Sniper. Wie geil! Wenn wir Scharfschützen rekrutieren wollen, werden auf... schießen. Oh,
Geil! Single, bla, halten, Gedöns. Ja, Südboston befreit. Kontaktperson rekrutiert. Gut. Inkognito, ja, hallo, mach mal hinne hier. Bekanntheitsgrad 2, ich dachte, ich bin inkognito. Erhalten, Clipper Wilkinson. Und was? Sie sind jetzt Top 50 weltweit für Rekrutenkills. Wuhu. Ey, du da. Knife. Was denn? Die stehen so schön einzeln hier in der Gegend rum. Hab ich den gerade? Ich hab den gerade hier reingekickt. Durch die verschlossene Tür, also hier so. Bäm, voll rein. Wie geil. Wie geil war der denn? Naja, dann sage ich mal, weiter geht's beim nächsten Mal. Bis dahin. See ya, Leute.